Hey Leute, was geht ab? Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zum allerneuesten Video und wir machen weiter in der Free-to-Play-Serie, diesmal mit der Tortoise. Meiner Meinung nach ist das der einzig wirklich zeigenswerte Panzer hier aus dem Grind zum Badger. Ich meine, der AT2, der Tier 5 Panzer aus der Reihe, ist vielleicht auch noch lustig. Er hat hinten auf dem Hügel, oder was? Das ist der Hügel. Das ist der Hügel, ne? Piu! Hole in one. Ja, aber ihr wisst, ich interessiere mich kaum für dieses Low-Tier-Zeug. Und andererseits, der Grind ist halt auch ziemlich schnell vorbei. Dann der Tier 5, was machst du da? 20, 30 Gefechte, wenn überhaupt. Ja, und dann bist du schon wieder beim 6er. Den 6er fand ich ziemlich, naja, sag ich mal, special. Der hat eine Menge Kanonen, die man da erforschen kann. Und bevor man da eine brauchbare Kanone hat, bist du praktisch schon mental tot. Ja, weil es einfach so eine Qual ist, diesen Panzer zu spielen. Also damit hatte ich sehr, sehr wenig Spaß. Den 7er habe ich dann mit Blaupausen übersprungen. Den 8er, den fand ich dann schon etwas besser, sage ich mal, weil er der 8er hat als erstes, also der AT-15 hat als erster von diesen Panzern den wirklich sehr guten Richtwinkel, wodurch sich halt auch Tortoise auszeichnet. Ja, und deshalb schon mal deutlich flexibler, trotz fehlenden Turmes. Ja. Und der 8er hat dann auch schon eine wirklich ernstzunehmende DPM, aber so wirklich auf die Spitze, denke ich, treibt das meiner Meinung nach erst die Tortoise, weil die Tortoise hat vor, ich weiß gar nicht wann es war, aber zumindest vor einer Weile, einen heftigen Panzerungsbuff bekommen. Und die Kanone ist auf der Tortoise immer schon Ansage gewesen und die in Kombination mit dieser neuen Panzerung jetzt ist natürlich wirklich, ist heftig. Ja. Man muss, glaube ich, wenn man diese Panzer spielt oder halt langsame Panzer, die auf Panzerung beruhen und die ja generell vielleicht keinen Turm haben, ja, solche Panzer im Jahr 2020 zu spielen, das ist mutig, sage ich mal. Und da muss man, glaube ich, bevor man da rangeht, ja, muss man sich im Klaren sein, dass man ganz oft 0 Runden dabei haben wird. Ja, also praktisch Runden dabei haben wird, wo du dem Gegnerteam entweder hinterherfährst, oder deinem eigenen Team meine ich, ja, du kriegst nichts ab vom Kuchen, das Gegnerteam überrennt dein Team, ja, du bist auf einmal 1 gegen 5 und dann bist du instant tot, ja, weil du einfach nur flankiert wirst und so. Ich glaube, da muss man sich einfach im Klaren sein drüber, dass nicht jede Runde gut sein wird oder gut werden kann, sondern dass immer mal wieder diese Nullrunden dabei sein werden. Und ich glaube, dann, wenn man mit diesem Bewusstsein rangeht, dann glaube ich, ist es schon deutlich angenehmer, solche Panzer hier zu spielen. Ja, genauso habe ich das hier auch auf dem Account gemacht. Ich habe einfach gesagt, fuck it. Ja, und wenn wir halt warten müssen 10 Minuten in der Base, dann stehe ich halt 10 Minuten in der Base und warte das, was passiert. Ja, das ist halt im Vergleich zu allen anderen Panzern halt ein anderes Gameplay, ja, mit welchem man hier rangehen muss. Ihr seht, meine Himmelsdorf Special Tactic in der Begegnung, einfach nur durch die Mitte durchgefahren, ja, und jetzt hier ganz entspannt den Standard B hier in die Flanke geschossen, ja, eine fette HE rein, HE ist auch eine Stärke dieser Kanone, ihr seht, 629, ja, kleiner Highroll, 515 ist hier der Durchschnitt, mit 120 Durchschlag, ja, 120 im Vergleich zu sonst so, weiß nicht, 60, 70, 80 vielleicht, erlaubt es euch, die meisten Seitenpanzerungen sogar zu durchschlagen, ja. Jetzt nicht nur von Mediums oder Lights, sondern auch bei Heavies, ja, könnt ihr mit 120 Durchschlag wirklich gut Schaden machen. Deshalb habe ich eine Menge dabei, aber weil ich hier auch kein Premium schieße auf diesem Account, also keine Premium-Munition verwende, habe ich auch 12 HE dabei, um halt Halldown-Ziele effektiv bekämpfen zu können, ja. Durch diesen relativ hohen Alpha von 500 machst du halt selbst bei einem Nichtdurchschlag, sagen wir mal, 150 bis 200 Schaden, ja, und das aller 6 Sekunden, das läppert sich halt, ja. Und deshalb so gegen Ziele wie den Halldown S-Konk da, ich meine, ich schieße jetzt hier nicht auf ihn, weil das Objekt da hinten immer seitlich rausfährt, dann nehme ich natürlich lieber ihn mit, ja, aber für solche Ziele halt wirklich optimal eigentlich, dieses HE dabei zu haben, ja. Was ich bei der Torte so extrem feiere, ja, und warum ich sie eigentlich auf meinem Main-Account auch sehr gerne fahre oder gefahren bin, ist einfach die DPM. Ja, ihr habt, ich glaube, die zweithöchste DPM im Spiel. Der Badger hat die Tortoise abgelöst, also der schießt dann nochmal ein bisschen schneller mit, oder er schießt fast genauso schnell, hat aber noch einen höheren Alpha auf der Kanone. Aber zumindest jetzt in dem Setup ohne Ration, aber trotzdem mit allem anderen drum und dran, auch ohne verbessertes Equipment übrigens, ist der Reload auf dieser Kanone circa 6 Sekunden. Ja, und das mit 400 Alpha, die Gegner, die schmelzen einfach nur, ja. Was ja auch, oder das Schöne an 6 Sekunden Reload, ist, dass man Leute permanent tracken kann. Ja, also Schuss in die Kette, die Leute, nur wenn sie eine sehr gute Reparaturcrew haben, werden sie davonkommen. Und wenn nicht, dann
erntet ihr sie einfach nur, ja? Dann könnt ihr die wirklich lebendig auseinandernehmen, so wie das der Progetto hier gerade macht, ja? Er hat da nicht ganz gemerkt, worauf er sich einlässt. Und Super Kong denkt sich auch hier gerade, ja, dann pushe ich einfach mal ganz entspannt 4400 DPM weg. Aber nee, Freundchen, so ganz entspannt machst du das dann doch nicht. Ja, okay, er macht das hier nicht schlecht. Er versucht da mich zu facehuggen. Ohne Premium-Muni wird es da gar nicht so einfach, aber dann, ja, keine Ahnung. Gibt da auf und fährt einfach weiter weg. Und ihr seht, ne, es ist nichts irgendwie Spektakuläres hier passiert, aber ich habe 5000 Schaden auf der Uhr, 5000 Schaden auch geblockt. Übrigens sehr special hier, ne? Kein einziger Schuss Premium-Munition, den ich hier abbekommen habe. Also, das ist nichts Alltägliches. Ja, normalerweise spammen dich die Leute da mit Premium-Muni voll und du siehst da ziemlich alt aus mit deiner Tortoise, aber hier in der Situation war das tatsächlich nicht der Fall. Noch ein kleiner Tipp, ja, den ich, oder was ich gemerkt habe, wenn ihr gegen die Tortoise kämpft, die Cupola hier ist sehr, ist nicht verbuggt, aber man muss wissen, wo man hinschießt, ja, weil nur der linke äußere Teil der Cupola ist wirklich durchschlagbar, ja, also hier neben dem MG, oder nee, der mittlere Teil ist durchschlagbar, ich blende euch nochmal ein Bild ein hier, zumindest 175 effektive Panzerung bis zu 240 oder so effektive Panzerung an der Cupola. Also dann müsst ihr nicht nur auf die Cupola draufhauen, wie das damals mal war, vor dem Panzerungsbuff, sondern ihr wisst halt auch wirklich, ihr müsst wissen, wo ihr da hinschießt. Ihr müsst da wirklich gut drauf ziehen können. Ja, das war eine ziemlich schnelle Runde. Einfach durchgeerntet, ja. Das ist jetzt keine, sagen wir mal, durchschnittliche Repräsentation einer Tortoise-Runde, die ich hatte. Ja, ich hatte eine Menge Nullrunden dabei, also jetzt vielleicht nicht mit 0 Damage, aber wo halt einfach nichts groß zustande kam, weil es zu schnell ging oder weil viel Arti im Spiel war oder weil die Leute Premium gespammt haben. Diese Runden finde ich nicht zeigenswert, ja, deshalb will ich die ja gar nicht zeigen. Ich glaube, wer meinen Stream verfolgt hat, der wird da eine ganze Menge von diesen Runden gesehen haben. Lässt sich einfach nicht vermeiden. In der Meta, wo es Radpanzer gibt, wo so viele Gefechte mit 3 Artis pro Seite verlaufen, ja, da bockt es halt einfach, oder da ist es nicht auszuschließen, ja, dass man solche Special-Runden dabei haben wird und dass halt, ja, sowas immer passieren wird. Ne? Eine weitere Sache, die ich bei der Tortoise noch gerne ansprechen würde, ist die Mobilität, ja, also du hast nur 20 km/h zum Arbeiten, sage ich mal, ja, das ist sehr, sehr wenig, ja, und deshalb ist es halt besonders wichtig bei der Tortoise, dass man sich vom Anfang an, also vor dem Gefechtsbeginn, ganz genau einen Kopf macht, wo man denn nun hinfährt oder wo man die Gegner erwartet oder wo man welche Gegner erwartet, ja. Kleine Maps spielen natürlich immer in die Karten, ja, Ensk zum Beispiel hier, da brauchst du gar nicht weit fahren, um da die Gegner zu treffen, das ist natürlich super, aber worauf ich hinaus möchte: Wenn ihr solche langsamen Panzer spielt, ist es umso wichtiger, das Setup zu lesen. Ihr müsst versuchen, eure Panzer zu deuten. Ja, ihr könnt ja sehen, was ist ähnlich schnell wie ihr. VKB ist ein langsamer Panzer, der ist ähnlich langsam wie ich. Emil, Mediums, die sind dann halt schon mal deutlich schneller. Ja, also, mit welchen Panzern könnt ihr euch verbinden und welche Gegner erwartet ihr beispielsweise in eurer Geschwindigkeitsklasse, sage ich mal, ja, mit denen ihr es aufnehmen müsst, ja. Ensk ist natürlich eine sehr dankbare Map, ja, wie schon gesagt, du musst wenig fahren, um zu den Gegnern zu kommen, und es ist auch eine sehr lineare Karte, also die Gegner stehen meistens alle nur vor dir oder halt leicht gestreut vor dir, ja, du wirst nicht so einfach flankiert, auch halt, weil die Teams meistens sehr kompakt stehen, und wenn halt irgendwo einer durchschlüpft, dann fährt er gleich in 3-4 Kanonen rein und wird halt auseinandergenommen, ja. Mit der neuen Tortoise, oder neu, ja, mit der Tortoise, so wie sie ist, kann man wirklich sehr, sehr aggressiv spielen, habe ich gemerkt. Das war damals nicht so möglich, weil damals war die Cupola-Panzerung lange noch nicht so stark. Und ich glaube, auch der restliche Part der Panzerung war noch nicht so stark, wie er heute ist. Aber jetzt kann man gerade in so einem Top-Tier-Matchmaking wirklich da den Lümmel raushängen lassen, ja, und einfach nur voll Akku mit reingehen. Ja, der Keiler TS5 da hinten in der Ecke, der ist natürlich, wir lassen den da einfach mal stehen. Ja, hier auch eine Technik, die ich sehr oft tue. Ihr müsst versuchen, Rechtsecken zu finden. Damit meine ich halt Ecken, die nach rechts rumgehen. So, dass ihr nur die Kanone um die Ecke strecken müsst und eure Cupola, eurer Weakspot, hinten verdeckt bleibt. Ja, und das macht das Ganze natürlich nochmal viel, viel angenehmer. Und für die Gegner nochmal schwerer. Hier auch, hier seht ihr, es ist ein bisschen Gefummel, ja, da genau richtig zu stehen. So, dass nur die Kanone rumguckt und man den Weakspot versteckt, aber ja, passt halt. Und jetzt seht ihr, warum ich 12 HE dabei habe. Ja, das Hidescrapen ist 705. Mit AP würde ich in dem Winkel niemals Schaden machen. Aber durch die relativ starke HE, mit jedem Schuss um die 120 bis 150 und tracke ihn auch. Und er, glaube ich, hat noch nicht ganz verstanden, was hier gerade passiert. Zack! Wieder 100 Schaden. Und mit 6 Sekunden Reload ist seine Besatzung mit der Reparatur nicht schnell genug. Und ich kann ihn ja wirklich auf Kette halten und rausnehmen. Ne? Also,
ist halt auch angenehm. Du hast in der Total so viel Munition dabei, dass 12 HE da halt auch nicht wirklich, ja, jetzt dich limitieren oder so, dass du Angst, große Angst haben musst, dann zu wenig AP dabei zu haben. Davon sind immer noch genug mit drin, ja. Und das 705, glaube ich, bereut gerade, ja, dass er da so um die Ecke gepiekt hat. Weil er wird hier einfach nur ganz gemütlich abgeerntet. Jetzt, glaube ich, war sein Reparaturkit wieder da. Der Leo versucht sich da irgendwie durchzudrücken. Aber ich glaube, das sieht nach einem kleinen Stau aus. Ja, und ich hatte noch eine HE drin. Und so ein Leo-Arsch ist natürlich verdammt weich, ne? Und zack, gab's die HE und raus ist der Leo PDA. Ja, ihr seht schon, ich stehe hier wie so ein kleiner Fels in der Brandung. Die Gegner versuchen sich da irgendwie durchzudrängeln. Scheinen hier auch in der Überzahl zu sein. Und genauso die TS5 und Emil links, die haben mich, glaube ich, einfach nur... Oder haben angefangen, mich zu ignorieren. In der Zeit. Ja, und jetzt drehe ich mich einfach um. Hier drüben kommt eine AMX-AC durch und ich sage mir, fuck it, let's go. AMX, you wanna fight? Come at me, brother. Ja, ganz wichtig, den Tracksort zu setzen. Er wird es reparieren, aber er hat jetzt kein Repair-Kit mehr. Das heißt, wir fahren einfach wieder drauf. Er ist nochmal getrackt und bingo, geht er auch raus. Ja, das ist halt Tortoise, Kyler-Style. Einfach drauf dort, rein und die Gegner halt, ja, einfach nur auseinandernehmen. So, der TS5 hier, ne, ist natürlich ein sehr fairer Tier 8 Panzer. Ihr seht, selbst mit 260 Durchschlag muss ich da ganz genau sehen oder ganz genau zielen, um ihn da durchschlagen zu können, aber er dreht mir die Seite zu und dann ist es auch kein Problem. Und ich pausiere mal ganz kurz das Replay an der Stelle, weil allzu gut sieht es hier für unser Team gerade gar nicht aus. Ne? Es steht 4-7. Wir haben eine Menge Panzer in der Stadt, die wahrscheinlich sich in der Stadt durchsetzen werden. Aber hier drüben wird es langsam kritisch. Ja? Wir haben zwar Panzer da hinten, aber wir haben niemanden wirklich, der hier diesen Flanken, dieses Flankmanöver der Gegner aufhalten kann. Und auch die Gegner da sind Halldown. Ja? Also wir müssen jetzt gucken, dass wir uns hier nicht allzu sehr zurückfallen lassen oder zu bequem werden. Wir müssen schauen, dass wir hier halt irgendwie eine Flanke rauskriegen, weil, ja, turmlose TDs, die flankieren flankiert werden, sind meistens halt leichtes Futter für die Gegner. Deshalb gehe ich jetzt hier auch weiter in die Vorwärtsbewegung, versuche da den Löwen irgendwie rauszukriegen. Okay, Udis irgendwo von hinten aus dem Busch schießt auf mich. Ja, der pennt mich auch mit Standardmunition. Ich glaube, er hat 270 Durchschlag auf seiner Standardmuni oder sogar noch ein bisschen mehr. Eine Su 130 auch noch da unten. Okay, ich ziehe mich hier zurück. Ihr seht, der Skoda hinter den Gleisen mit dem Brask, die versuchen da unter den Gleisen durchzuschießen. Aber das geht nicht ganz. Ja, hier, Ude ist wieder auf die Kette gezielt. War leider kein Trackshot, aber ja, der Emil bietet sich an. Nehme ich mit. Okay, und da der Ude es nochmal schießt, indiziert das, dass er nicht weggefahren ist. Ich schieße einfach nochmal blind hinterher. Nehme hier wieder eine HE für den TS5. Sollte nun auch rausgehen. Ah, geht leider drüber, man kennt's, ja. Der One-Shot mit dem magischen RNG. Komm, jetzt aber. Sehr gut. Okay, der geht auch raus, ja. Und Stadt ist jetzt geklärt, also die andere Flanke. Unser Team hat sich da durchsetzen können. Jetzt denke ich, jetzt beginnt die Erntezeit. Löwe kriegen wir hier auch raus. Hinter uns drei One-Shots. Ich glaube, das haben die TDs hinter mir im Griff. Nochmal blind Richtung Udes schießen, der da im Busch sitzt. Oder vielleicht immer noch im Busch sitzt. Skoda strengt sich immer noch an, hier eine Schusslücke zu finden. Aber ich weiß, da kann er nicht durchschießen. Man kann erst weiter rechts drüben durchschießen. Und jetzt, ja, mein kleiner Bruder hier am Start, der AT-15, mit dem wir hier ein bisschen Spaß haben können. Er schießt voll Premium-Munition, weiß gar nicht, warum er das macht, aber er weiß nicht, wo er hinzuschießen hat. Ja, also er hat auf Premium-Munition um die 250 Durchschlag, würde ich sagen, oder 260. Er könnte mir einfach in meine Kommandantenluke reinschießen, macht er aber nicht. Stattdessen will er mir einfach immer wieder auf die Kette schießen und die ja, zerstören. Weiß nicht ganz, warum er das macht. Jetzt versuche ich mich hier irgendwie einzukeilern, um da halt um die Ecke zu gucken und ihn rauszunehmen. Und jetzt beginnt eine wahrliche Clown-Fiesta. Ja, also ich wünschte, ich hätte so viele Credits wie der AT-15, um mich hier einfach eine APCR nach der anderen in die Kette hobeln zu können, aber ja, wenn das sein Spaß in WoT ist, mich da permanent auf Kette zu halten mit APCR, sei ihm gegönnt. Alright. Er macht keinen Schaden, ne? In dem Winkel ist es unmöglich, dass er da irgendwie Schaden macht, meine Panzerung durchschlägt. Ich würde ihn natürlich gerne killen, ne? Aber ihr seht, mein Repair-Speed ist nicht ganz schnell genug, um da zu entkommen. Und er schießt einfach weiter und weiter drauf und hält mich hier einfach pinned down, ja. Ist vielleicht auch gar nicht so blöd, aber ich meine, angesichts der Tatsache, dass sich unser Team ja so durchgesetzt hat, ja, und dass wir das eigentlich gerade gewinnen, bringt es auch wenig hier und es ist eigentlich nur reine Credit-Verschwendung. Aber gut. Ja, da ist er jetzt. Letzten Schuss da oben in sein Weakspot rein und zack. Da geht er auch raus. Ja. Eine Menge Credits, die er verschwendet hat. Ich spule mal ein bisschen vor. Ja, zum Schluss geht es natürlich hier noch, die anderen da auszugraben. Die Su und der Standard B sitzen da noch rum, aber ich glaube, ja,
Abschmerzphase ist für diese Tanks meistens nichts, ne, weil mit 20 km/h gibt es halt eine Menge Panzer, die einfach nur schneller sind und sich dann den Rest der ganzen Gegner holen und du halt einfach nur hinterherfährst. Aber wie gesagt, ne, wenn ihr solche Panzer fahrt, geht mit dem Bewusstsein ran, dass ihr nicht die besten oder dass nicht jede Runde gut sein wird und dass ihr in den Abschmerzphasen gerade da einfach nur hinterherfahren werdet, ja, und blöd gucken werdet, aber halt, wie gesagt, im Main-Game oder wie auch immer man das nennen will da, ich konnte gut regeln, ja, war da wieder Fels in der Brandung, die Gegner kamen einfach nicht vorbei, da gab es keinen Durchkommen für die Leute und ich konnte halt einen nach dem anderen abernten und gemütlich da das Tortoise Ace einfahren, ja. Alles in allem, nochmal ein kleines Fazit zu diesem Panzer, ich denke, ist ein sehr spezieller Panzer, ja, weil er ist halt langsam, krasse DPM, ja, zweitbeste DPM im Spiel. Dieser Richtbereich der Kanone, im Allgemeinen halt die Kanone sehr, sehr stark. Und diese Panzerung dazu, es ist halt ein sehr spezielles Paket, man muss das schon mögen, ja, und es ist nicht ein Panzer für jedermann, ich glaube, da brauchen wir uns nicht streiten, ja, aber ich rate euch, wenn ihr solche Panzer gerne spielt, wenn ihr auch Heavies gerne spielt, ja, vielleicht einen, was weiß ich, sowas wie einen E75 oder so gerne spielt. Probiert mal die Tortoise aus. Kann wirklich sehr, sehr lustig sein. Ja. Profitiert natürlich extrem davon, dass ihr euch Gedanken macht, wo ihr hinfahrt, wo ihr die Gegner erwartet. Also muss das Spiel praktisch ein bisschen lesen oder voraussagen können. Je besser du das kannst, desto erfolgreicher wirst du unterwegs sein mit solchen langsamen Panzern. Profitiert natürlich auch vom Matchmaking, von den Karten, ne? Keine Frage. Ohne Arti, ohne schnelle Panzer, ohne viele Mediums sind die Runden natürlich deutlich entspannter mit diesen Panzern. Profitiert davon, wenn die Gegner kein Premium schießen oder halt Premium nicht einfach in eure Ketten reindonken, ne? Ja, aber kann ich euch noch raten, probiert die Tortoise mal aus, kann sehr lustig sein und in diesem Sinne, was ist mit dem Video zum Badger, denke ich, werde ich auch noch ein Video machen, wenn es dann soweit ist. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg, die Tortoise zu 3 Marken, ich stehe glaube ich kurz davor und sobald die 3 Mark ist, werde ich mir den Badger holen und da auch den Grind anfangen, wird spaßig werden. Alright, in dem Sinne, danke euch fürs dabei sein, eine Bewertung nicht vergessen und wir sehen uns zum nächsten, bis dahin, peace. Raising the Tobagos, we growing like fresh tomatoes. Them boys on fire, too fuego. We pass it round hot potato. Everything is new wavo. I'm with my sweetie like Quavo. Need my cheese, need that queso. Need my bread, need that bankroll. Wake up, yes, Lord, I'm thankful. Another day on my schedule. Steady blocking the devil. I tell a hater.